Das folgende Video wird präsentiert von mightyunderground.com. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Ihr kennt diese Kiste schon, oder? Habt ihr schon mal gesehen? Ne? Ich sag nur... Das ist die Disney Box, jawohl, und zwar ist das die Festival of Friends, Juni 2017, Disney Treasures Box von Funko. Disney Treasures, yay! Natürlich von Dominik Titus, der mir die freundlicherweise kurzfristig mal zur Verfügung gestellt hat. Ich muss den Herrn noch weiterschicken, ne? Geht direkt wieder weg. Dominik Titus, Funko-Sammelkiste, ne? Mighty Underground, ne? Alles in der Videobeschreibung. Ne? Wenn ihr so eine Box haben wollt, da könnt ihr das mit ihm abmachen. So, wir gucken rein. Wie immer gibt es einen Pin und ein Patch. Das ist ganz normal, das ist immer so. Ich lasse die jetzt mal hier drauf, weil es ist ja, ihr seht es ja so oder so. Schaut mal, ne? Das ist der Patch mit Piglet, ne? Oder Schweinchen, oder wie hieß der auf Deutsch? Nicht Piglet auf jeden Fall, ne? Schweinchen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Winnie the Pooh ist jetzt nicht so mein Fachgebiet, ehrlich gesagt. Ne? Aber der ist doch ganz witzig. Und hier seht ihr, Klopfer ist das, ne? Könnt ihr nicht so gut sehen, oder? Klopfer? Klopfer. Ich glaube, es ist Klopfer. Ja. Oh, von Bambi. Oh, Bambi. Ja. Pin und Patch sind da immer drin und drauf. Das ist ganz normal, das kennt ihr schon, das ist jetzt nichts Besonderes. Ne, sehen aber süß aus. Und bei den Disney-Patches ist das zum Beispiel so, dass die, wenn ihr das Jahr voll habt, oder zwei oder drei, dann könnt ihr da so einen Ring bauen und habt dann so ein kreisrundes Patch-Teil. Ja, Patch-Teil, so heißt das, glaube ich. Dann, keine Ahnung, dann könnt ihr euch so ein, ne, dann seid ihr voll aus der Disney-Gang, sozusagen, wenn ihr euch das hinten auf eure Kutte macht, ja. Dann habt ihr, nicht? Gut. Ich sag ja schon nichts mehr. So, das ist die Spoilerkarte, ne? Die Treasure Map sozusagen. So, was haben wir hier als nächstes drin? Wir haben hier drin, den muss ich aber auspacken, das nützt leider nichts. Wir haben hier drin einen, wieder so eine Box, ja? Ihr erinnert euch, ich hatte diese Box ausgepackt mit dem Jack Sparrow damals, in der ersten Disney Treasures Box. Und das hier ist jetzt wieder so ein Teil. Also gehen wir mal grundlegend davon aus, dass da ein Mystery Mini drin sein wird. Und wen seht ihr hier vorne? Na, wer ist das? Ihr kennt ihn. Ne? Was seht ihr hier noch so? Ja, das ist jetzt nicht so spannend. Oh, hier, Mr. Potato Head, könnte natürlich auch drin sein. Ne? Und ja, hier seht ihr noch das Schweinchen, das kennt ihr auch. Ich muss die Dose aufmachen, das nützt nichts. Ich mache die Dose auf. Knister, knister, ihr kennt das. Und wir ziehen sie auf und haben natürlich ein schwarzes Tütchen darin. Warum eigentlich? Ich meine, naja gut, sage ich nichts weiter zu. Ich muss das schwarze Messer nochmal haben, weil ich muss diese Tüte öffnen. Es nützt alles nichts, ich muss die Tüte öffnen. So, Tüte ist offen. Und darin befindet sich... Hey, ich habe eine Schlange in meinem Stiefel. das ist Woody. Als super niedlicher Mystery Mini. Komisch eigentlich, ne? Weil den Mystery Minis sind ja normalerweise auch so, dass die zumindest versuchen, dem Charakter irgendwie optisch gerecht zu werden. Hier haben sie komischerweise den Kopf irgendwie so gemacht wie bei den Harry Potter Minis, ne? So ein bisschen. Das sieht schon komisch aus. Aber guck mal, der ist doch wirklich herzallerliebst, ne? Hinten hat er das Ding zum Aufziehen, so ein hey. Ne, die Stadt ist nicht groß genug für uns zwei, oder? Your Move Creep. Ach nee, das war ein anderer Clint Eastwood, Entschuldigung. Woody auf jeden Fall von Toy Story, kennt ihr? Sehr niedlich. Gefällt mir gut. Finde ich süß. Süß. Das war mein Handy. Ja, einmal mit Profis, ne? Nee. Nee, ich schalte das jetzt auch nicht aus. Das ist jetzt verkackt. Ne, und die Dose ist natürlich super cool. Also, ich finde, die Mystery Minis sollten immer in diesen Dosen kommen. Das finde ich total geil. Ne? Das wäre richtig cool, weil dann hast du auf jeden Fall immer coole Dosen zum Hinstellen. Klar, ne, die dürfen natürlich nicht immer verraten, was drin ist, aber grundlegend finde ich das eine coole Idee. So, was haben wir hier noch drin? Wir haben hier einen Pops drin. Einen Pops. Und zwar haben wir... Oh, ist der geil. Ich feiere den. Ich feiere den total. Ich habe den jetzt gerade schon auf der Rückseite gesehen. Ich feiere den mega. Und der ist richtig gut. Guckt mal.
Ich muss den rausholen. Ich muss euch Pluto zeigen. Ja? Natürlich mit dem tollen Disney Exclusive Sticker hier, den ihr gar nicht sehen könnt, weil das irgendwie viel zu dunkel ist. Hallo da, Disney Exclusive Sticker. Der ist schön. Und Pluto ist auch, wow, ich liebe ihn. Mann, oh, und ich muss den weiter verschicken, ne? Ich darf den nicht behalten, das ist voll die Frechheit. Schaut mal, Pluto. Pluto, der sieht richtig gut aus. Also das ist wirklich ein wunderhübsch gelungener Pop. Die Farbe ist, glaube ich, nicht ganz korrekt. Pluto gehört normalerweise ein bisschen oranger, ne? Oder? So richtig ganz gelb ist er eigentlich nicht, ne? Aber er sieht echt toll aus. Also wirklich ein wunderschöner Pop. Ne? Den musste ich jetzt ja mal rausholen, das nützt ja nichts, ne? Ich packe ihn auch wieder ein, ganz vorsichtig. Das mache ich später. So, nicht ganz so tragisch. So, jetzt haben wir hier nur noch eine Sache drin. Jo, dann war's das schon. Das ging ja fix. Ne? Box ist leer. Hip-Hop Box! Und das Ding ist natürlich auch richtig geil. Achso, haha, den habe ich ganz vergessen. Das Ding ist natürlich auch richtig geil. Nein, das ist in der Disney Treasures Box ist scheinbar immer der Sticker drin zum Thema. Finde ich auch eine nette Sache, wobei ich finde, der sieht so ein bisschen wenig nach Disney aus. Ne? Also wenn sie dann schon sowas machen, dass sie da Sticker reinmachen, warum nicht hier noch eine Mickey Maus vorne drauf oder so? Also zumindest irgendwie optisch das so gestalten, dass das dann auch noch was ist, was man sich vielleicht auch irgendwo hinklebt. Weil, sag mir nicht, du klebst dir das auf. Und wenn ja, dann wo? Bitte. In die Kommentare. Nee, aber irgendwie, ja. Ja, weil das hat ja nun so gar keinen Disney-Bezug, ne? Und das könnten sie ja machen, weil die sind ja in Kooperation damit. So, der ist auch richtig, richtig geil. Das ist Dumbo mit Timothy. Timothy. Dumbo mit Timothy. Der Drehteller ist wieder am Start. Auch der natürlich mit dem Disney Exclusive Sticker und auch der leicht zu entnehmen, deswegen entnehme ich ihn mal. Das nützt ja alles nichts. Den muss man ja mal rausnehmen, ne? Den muss man ja mal reingucken. So. Der ist auch wirklich wunderschön. Also, es gab ja schon mal einen Dumbo, das war so ein hockender Dumbo und das ist jetzt mal ein Dumbo, der fliegen kann. Jawohl, wer den Film kennt, der weiß Bescheid. Ne? Der arme Dumbo mit den großen Earlys, ne? Der nichts kann, ne? Und plötzlich kann er fliegen. Und den haben sie wirklich wunderschön gestaltet. Ne? Schaut euch das an, das ist einfach ein Hochgenuss. Ne? Und da oben, ne, das kleine Mäuschen ist auch mit dabei. Total süß. Also Franco macht sich echt, was diese Sachen angeht. Ne? Also diese Pops aus diesen Boxen sind echt immer fantastisch. Zumindest bei der Disney-Box ist das aktuell so. Ne? Da sieht das echt immer richtig geil aus. Bei der letzten war der Smee drin, hier ist jetzt dieser tolle Pop drin. Und der Pluto, das ist der Oberhammer. Ich feiere das, ich finde die grandios. Ne? Und wie gesagt, wenn ihr so eine haben wollt, kommt in die Franco-Sammelkiste oder geht auf die Seite von Mighty Underground, ne, und sprecht den Dominik Titus an, der kann euch diese Boxen besorgen. Ne? Ich feiere das total, total geil. Coole Box, was sagt ihr? Na, gefällt sie euch? Ja oder nein? Ab in die Kommentare damit. Na? Einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr noch keins habt. Denkt an die Abo-Glocke da unten. Na? Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss.